Ja, hallo. Ja, hallo. Guten Tag, wünsche ich Ihnen Neumann am Apparat. Vom Banco Trader melde ich mich, spreche ich mit Herrn Ommel. Ja, Herr Ommel ist Ja, am Herr Ommel ist Apparat. am Wie war Ihr Apparat. Name? Wie Den war habe Ihr ich Name? leider Den habe ich akustisch leider nicht richtig akustisch verstanden. nicht verstanden. Neumann ist mein Name. Also Ach, Sie haben sich Neumann. bei uns registriert und Interesse Ja. für das Online-Handeln gezeigt. Deswegen melde ich mich bei Ihnen. Ja. Sagen Sie mir, wie kann ich Ihnen da weiterhelfen? Ja, da kam ja Ja, nichts da weiter. kann ja nichts Also, weiter. weiß Also, ich nicht. Haben Sie denn allgemeine Erfahrungen? Haben Sie schon mal gehandelt? Nö, gar nicht bis Nö, jetzt. gar nicht bis jetzt. Okay. Ich weiß nicht, also was Sie schon gelesen haben, gesehen haben, man startet mit 250 Euro, das ist Ihr Startkapital. Und Sie haben dann 2 Wochen Zeit, die Plattform zu testen. Falls es Ihnen nicht gefällt, Sie bekommen dann das Geld von uns wieder zurück. Ja, Sie können welche es Plattform testen. denn Welche genau? Plattform denn genau? Banco Trader. Bankotrader, weil ich Bankotrader, habe hier, mir ich kam habe ja hier, nichts mir kam ja weiter. nichts weiter. Wenn Sie mir die Domain Wenn Sie einmal mir die Domain buchstabieren, einmal dann gehe ich mal da buchstabieren, dann gehe direkt ich mal da drauf. direkt drauf. Ich kann Ihnen gerne die Domäne buchstabieren. Ja. Wenn Ja. Sie mir also Ihre E-Mail-Adresse sagen, dann kann ich es Ihnen auch per E-Mail senden. Ja, per Ja, Buchstabieren per reicht mir. Buchstabieren reicht mir. Ich sende Ihnen auch Ihre Login-Daten. Ja, das Ja, erstmal würde ich gerne die erstmal würde ich Webseite gerne die aufrufen. Webseite aufrufen. Erstmal finden Sie jemanden, also ein anderes Unternehmen, wo Sie einfach nur per Spaß sich also registrieren oder irgendwas machen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Aha, in Aha, Ordnung. Wenn in Sie nicht Ordnung. möchten, Wenn Sie dann halt nicht nicht. möchten, dann halte ich. Ha, ha, ha. Spaßvogel. Wiedersehen. Da hat sie denn schon aufgelegt. Ging ja ziemlich schnell bei der netten Betrügerin. Schauen wir mal. Ja, guten Tag. Guten Tag, Neumeier ist am Apparat von der Firma Banco Trader. Ach, hallo. Spreche ich den Herr Petersilli? Ja, Herr Okay. Petersilli. Oh, Sie nerven mich. Ja, aber schade. Ich glaube, die nette Tante hatten wir gerade eben schon mal dran. Naja, hat leider wieder aufgelegt. Ja, guten Tag. Guten Tag. Kann Sie leider sehr schlecht nur verstehen. Spreche ich mit Ella Hodensack. Ja. Grüß Sie ganz herzlich. Wie geht's Ihnen? Mir geht's soweit ganz gut. Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Lautet Ihre E-Mail-Adresse ella-hodensack@ Netfan.de. Ihre Übertragungsqualität ist leider sehr, sehr schlecht vom Telefon. Ich kann Sie nur ganz undeutlich verstehen. Schade. Wiederholen Sie nochmal, was Sie gesagt haben. Ich habe keine Lust. So. Und warum rufen Sie dann an? Ich weiß es auch nicht. Ach so, Sie wissen das nicht. Okay. Ja gut, dann lassen wir das. Wünsche ich noch einen schönen Tag. Tüdelü. So, dann habe ich das mal aufgelegt, das Gespräch, weil wir haben den nächsten in der Leitung. Hoffen wir mal, dass das jetzt hier am Computer auch hochploppt. Nee. Ja, ärgerlich. Na gut, dann haben wir den jetzt abgewürgt und keinen neuen drin. Passiert. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Guten Tag, wünsche ich Ihnen, spreche ich mit Herrn Petersilie. Ja. Ja. Ich grüße Sie, Herr Silie. Mein Name ist Koriander. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Ja, ganz gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, eigentlich wollte ich heute Abend etwas Gutes zum Essen machen und das, was ich wirklich benötige, ist Ja. Petersilie. Ach so. Ja, ist ja Ja, schlecht. ist ja schlecht. Und wie viele Leute haben Sie Wie viele heute Leute schon haben Sie heute beschissen? schon beschissen? Heute leider keinen. Leider keinen? Leider Das ist auf jeden keinen. Fall ein gutes Das ist ein Ergebnis, gutes finde ich. Ergebnis, finde ich. Ja, sehen Sie, wir sind ja nicht so schlecht, wie Sie meinen. Ja. 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 So, jetzt gehe ich weiterarbeiten. Na dann, Herr bis gleich. Silie, alles Gute wünsche ich Ihnen, Frau Ander, Cori Ander. Tschüss. Tüdelü.
Na, also nett ist sie ja auf jeden Fall. Das kann man ja jetzt nicht anders ausdrücken. Ja, guten Tag. Ja, hallo. Ja, guten Tag, Herr Karifen. Ja. Laila Thompson ist am Apparat. Laila ist mein Name. Ach, die Laila. Sie erreichen. Ja, hallo, Laila. Ja, hallo, ich grüße Sie. Also, ich rufe Sie an als eine Signalgeberin von der Trading Academy. Ich wollte sehr gerne Ihnen die neuesten Gelegenheiten über Finanzmarkt weiterzuteilen. Okay. Sie haben schon gesehen, dass Sie sind schon vertraut mit dem Finanzmarkt, bin ich korrekt? Nee, vertraut noch gar nicht. Aha, aber Sie sind schon bekannt. Bekannt, ich wer bin mir bekannt? Sicher. Mit dem Finanzmarkt. Nee, noch gar nicht. Noch gar nicht. Also bestimmt, Sie wissen schon, dass Finanzmarkt, es ist eine Online-Möglichkeit, Profite zu generieren. Ja. Also ihr könnt damit ein passives Einkommen zu haben. Also mit einem Wort, ihr Geld zu verdoppeln. Ja. Bestimmt, Sie haben schon gehört über den Instrumenten, Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und so weiter. Ja. Okay, prima dann. Also, Herr Karkin-Fan, bin ich richtig? Ja. Habe ich gut gesagt? Ja, okay. Haben Sie gut gesagt. Also, okay, es freut mich. Also, Sie haben niemals etwas probiert mit dem Finanzmarkt? Niemals eine Investition gemacht? Genau. Okay, kein Problem. Und darf ich Ihnen fragen, was ist der Grund? Waren Sie nicht gut informiert über Finanzmarkt oder war nicht der richtige Zeitpunkt? Oder Sie haben nicht die richtige Firma gefunden? Ja, weder noch. Ich habe jetzt gerade erst angefangen, mich damit befassen zu wollen. Mhm. Okay. Aber Sie haben niemals etwas probiert. Niemals etwas zu tun mit dem Finanzmarkt. Ja, genau. So sieht's aus, ja. Mhm. Okay, kein Problem, Herr Karkinson. Also, ich rede jeden Tag mit meinen Klienten, die schon sehr viel Verluste gemacht haben und auch schon, meisten von sie haben auch schon Profite sehr bekommen von dem Finanzmarkt, weil ja. Sie wissen schon, dass Finanzmarkt ist sehr groß und ihr könnt auch schon sehr, sehr gute Profite zu bekommen von dem Finanzmarkt. Also ja. Natürlich, wenn sie mit einer lizenzierten Firma arbeiten, ihre Geld sind immer sicher. Ja, ja? Das klingt gut. Wenn das immer sicher ist, mein Geld, dann... Ja. Ja. Genau. Also, Herr Karkinson, ich bin eine Signalgeberin und meine Arbeit ist, Ihnen zu erklären, wer wir sind genau, was wir Ihnen anbieten können, unsere Arbeit Ihnen zu vorstellen. Ja. Also, wir benutzen eine Seite, es ist eine Informationsseite, eine internationale Seite und dort können Sie kostenlos informieren werden, alles über Finanzmarkt. Wie läuft der Finanzmarkt in dieser Zeit? Und so weiter. Aber ich wollte Ihnen alles mit Fakten schauen, aber wir brauchen Google zu benutzen. Wo sind Sie jetzt gerade? Ich bin auch gerade zu Hause. Sind Sie zu Hause? Ja. Zu Hause. Okay, ja. Prima, dann sehr gut, das freut mich. Und haben Sie ein Gerät dort mit Internet zu benutzen, etwas mit großes Bildschirm? Es ist sehr leichter für Sie. Also, wie meinen Sie das jetzt? Haben Sie dort eine PC? Ja. Eine Laptop? Also jetzt klingelt hier gerade wirklich das Telefon gerade Sturm, ne? Also es ruft jetzt hier einer nach dem anderen an. Also jetzt rufen sie alle, vielleicht hatten die gerade Pause, ich weiß es nicht. Ja? Ich habe sie gerade akustisch nicht verstanden. Das war gerade sehr laut bei Ihnen. Oh, Entschuldigung. Ja. Also ich wollte Ihnen diese Seite vorstellen. Ja. Aber wir brauchen Google zu benutzen, eine Google-Seite. Ja. Okay? Ja. Können also, Sie ein, okay. Gehen Sie auf Google, ich würde für Sie diese Seite vorstellen und Ihnen alles so zeigen mit Fakten. Diese Informationsseite, dort können Sie kostenlos informieren werden über uns und auch schon über Finanzmarkt. Ja. Die Nachrichten, die Kalender, über Aktien, über Kryptowährungen. Ja. Und natürlich, ich arbeite hier nicht alleine, Herr Karkinson. Ich habe schon... Ich habe schon meine Finanzexperten, die schon spezialisiert sind über dieses Thema. Sie haben auch schon Studium gemacht über Finanzmarkt. Ja. Sie beobachten, analysieren den Finanzmarkt 24 Stunden. Das klingt und gut. Natürlich,
natürlich, ja. Ich wollte sehr gerne Sie mit meinen Finanzexperten weiterzuleiten, ja. damit Sie professionelle Informationen Ihnen weiterzugeben können, wie es funktioniert, Finanzmarkt in der richtigen Form, wie können Sie ein passives Einkommen zu haben und natürlich, wenn Sie es etwas bei uns gefallen haben, Sie können etwas mehr mit etwas zu machen mit uns. Wenn es nicht, es ist ganz Ihre Entscheidung. Wir respektieren Ihre Entscheidung natürlich. Ja, das machen also, Sie gut. Herr Kakinfen, gehen Sie auf Google. Ich wollte für Sie diese Seite vorstellen, damit Sie alles klar haben. Ja, dann mache ich mir jetzt die Webseite von Ihrer Webseite auf, ja? Okay. Ja. Gehen Sie auf Google, ich werde für Sie das vorstellen. Ja, dann stellen Sie mir mal Ihre Webseite vor. Dann tippe ich jetzt das ein, was Sie mir sagen. Okay, sind Sie also von Ihrem PC? Ja, ich bin an meinem vorm PC. Da sitze ich jetzt genau hier vor meinem Bildschirm und sehe das hier alles. Und die Zuschauer sehe ich auch alle. Sehr gut, ja. Okay, schreiben Sie dort Investing. Also, wo jetzt genau? Ja, soll ich das in den Chat schreiben oder? Ach so, bei Google, ja. Dann, also mache ich jetzt erstmal Google auf, ja? Moment. Ja, nur öffnen Sie eine Google-Seite. So, und jetzt? Mhm. Ja. Haben Sie eine Google-Seite jetzt? Jetzt habe ich eine Google-Seite, ja. Okay, prima. Schreiben Sie dort in die Suchleiste investing.com. Ja, Moment, ich gucke jetzt mal. So, Moment, also... Nehmen Sie Ihre Zeit, kein Problem. Was soll ich jetzt schreiben? Ich habe Sie akustisch so schlecht verstanden. Investing. Also Investing, ja. Soll ich für Sie buchstabieren? Ja. Okay, schreiben Sie I wie Ida. Ein I wie Ida. Habe ich gemacht, ja. Oder wie Italien. Oder im Teamverkehr. Und danach. Nur ein I wie Ida. Ja. Und danach N wie Nordpol. Ja, oder nein. Ja, oder nein. Ja. Und dann kommt V wie Vogel. Ja. Oder Fata Morgana. Danach, ja. Danach kommt E wie Emil. Ja, oder ein E wie Ernst, hier Ernst vom Gassenhaus. Ernst, genau. Ja. Und danach kommt S wie Siegfried. Ja, oder wie Steiner. Ja, oder wie Steiner. Und dann? Oder wie Spaß. Ja, und dann? Dann kommt T wie Toni, Theodor, was also Sie wollen. Also ein T wie Theodor Fall kommt dann. Ja? Theodoring.com. Also nach dem T kommt was? ING. So ein I wie Irrenhaus. Richtig? Hallo? Ja? Ja. Also ein Haben I. Haben Sie jetzt Ein I wie ja? Irrenhaus, ja? Ja, und dann danach kommt N. Wie Norden? N wie Nord. Ja, genau. Und dann? Wie Sie wollen. Ja. Und danach am Ende kommt G. Wie Grütze. Wie Großvater. Oder sowas, ja. Und dann? Ihre Großvater. Ja. Punkt. Komm. Also C-O-M. Genau. Ja. So, dann mache ich da das mal auf. So, jetzt habe ich die Google-Suchergebnisse. Haben Sie. Nein, Sie suchen sie jetzt. Na, Sie haben ja gesagt, ich soll das bei Google eingeben. Ja, genau, Sie sind jetzt in Google. Genau, ich Sie bin jetzt in Google. Sie schreiben das in Google. Genau, habe ich gemacht. Und jetzt habe ich die Suchergebnisse von Google. Ja? Ja. Und Sie haben schon dort geschrieben, investing.com. Ja. Und jetzt drücken Sie Enter. Ja, und dann habe ich die Suchergebnisse von Google. Okay. Ja. Was sehen Sie jetzt? Na, die Suchergebnisse, sagte ich ja bereits. Okay. Aber nur suchen Sie investing.com, das ist alles. Ja, das habe ich eingegeben. Suchen Sie erst. Habe ich bei der Suche eingegeben, ja. Okay. Und was muss ich da jetzt genau machen? Nur suchen, damit Sie können diese Seite schauen.
Aber wenn ich das in die Suche eingebe, dann kommen doch auch nur die Suchergebnisse. Haben Sie schon investing.com geschrieben? Na, bei den Google, Sie haben gesagt, ich soll das bei Google eingeben. Und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich die Google-Suchergebnisse bekommen. Also, es geht es so. Sie öffnen eine Google-Seite. Habe ich gemacht. Und dort gibt es Google. Und dort gibt es eine Suchleiste. Ja. Ganz oben, Sie schreiben investing.com und danach Sie drücken Enter und das ist alles. Na, ich habe jetzt die Google-Seite aufgemacht. Verstehen? Und dann ist in der Mitte von meinem Fenster eine Suchleiste. Genau. Und genau. Auf der Suchleiste habe ich investing.com eingegeben und jetzt habe ich die Suchergebnisse von Google. Okay. Ja. Was möchten Sie denn, dass ich da jetzt anklicke? Jetzt habe ich ja hier die ganzen Ergebnisse von Google. Also nur suchen Sie jetzt. Lassen Sie die... Und jetzt, was sehen Sie da? Sie sehen keine Resultate? Die Suchresultate habe ich jetzt, ja. Okay, dann. Sehen Sie irgendwo Stock Market, Investing, Stock Market? Ja, das ist das erste Ergebnis, ja. Okay, dann klicken Sie dort. Ja, also Stock Market Quotes und Finanzial News. Ja, genau. Ja. Klicken Sie dort. Ja, was da klicke ich Sie drauf. Dort? Jetzt habe ich so eine weiße Seite. Da ist oben was mit amerikanischen Flaggen an so einem großen Gebäude. Und dann sind da so Bilder von einem Geldsack und von Geldscheine und von einer Ölpipeline und von so Trading-Geschichten und sowas. Okay. Ja. Okay. Ganz nach oben sehen Sie ein schwarzes Quadrat? Ein ganz oben ein schwarzes Quadrat. Wo meinen Sie das genau? Okay. Okay, das heißt, Sie sind in die richtige Seite. Weiß ich nicht, wo ist denn das schwarze Quadrat, was Sie meinen? Ganz nach oben. Ja, es steht schon investing.com. Ja, genau, mit so einem gelben Punkt. Genau. Also, Sie sind in die richtige Seite, Herr Kakifen. Also, wie gesagt, auch früher, ich arbeite nicht hier alleine, ich habe meine Finanzexpertin, die schon ein Studium gemacht über dieses Thema haben. Ich wollte sehr gerne Ihnen mit meinen Finanzexperten weiterzuleiten, damit Sie alles professionelle Informationen weiterzuführen. Okay, ja, also dann können wir Ihnen das so machen, einen ja. Weg zu zeigen, wie können Sie ein passives Einkommen zu haben. Also, Sie haben mir gesagt, dass Sie haben niemals investiert, gar nichts. Genau. Niemals eine Investition gemacht. Genau. Okay dann. Ich ja. werde Sie, eine Minute, ich werde nur schauen, welche von meinen Finanzberaterin frei ist. Ja. Und dann ich werde Sie verbinden. Ja, genau, dann machen wir das so. Richtig. Holen Sie mir mal jemanden Intelligenten ran. Okay, Herr Kakifin. Sind Sie bereit? Ja, natürlich. Auf los geht's los. Okay. Aber ich wollte nur eine Frage Ihnen stellen. Ja. Ihre Stimme klingt sehr jung und wir dürfen nicht mit so jungen Leuten so arbeiten. Und ich wollte sehr gerne Ihnen fragen, wie alt sind Sie, weil... Wie meinen Sie das denn? Das habe ich jetzt so nicht wirklich verstanden, wie Sie das meinen. Also, ich habe schon gemeint, dass Ihre Stimme klingt sehr jung und deswegen... Ja. Ich habe Ihnen schon gefragt, wie alt sind Sie? Ach so, ja, da bin ich 29. 29? Ja. Noch knackig. Oh, wirklich? Ich habe schon bemerkt. Also Herr Kakenfen, arbeiten Sie noch etwas? Wie meinen Sie das, ob ich noch arbeite? Mit 29 muss man doch noch arbeiten. Also, ich habe nur gemeint, ob Sie arbeiten. Ja, manchmal arbeite ich. Okay, was sind Sie beruflich? Kaugummiabkratzer mit Ausbildung. Muss immer im Kino da unter den Sitzen überall die Kaugummis abholen. Hallo? Okay. Ja. Okay, dann schönen Tag noch.
Wieso? Weil Sie sind nicht seriös, ja. Warum bin ich nicht seriös? Sie sagen, Sie haben einen Beruf, Sie haben einen Beruf mit Kaugummis. Ja, was ist daran nicht seriös? Kaugummi muss ja auch irgendwo abgemacht werden. Ja, wenn die ich Leute schon das immer überall ankleben. Ich habe gefragt, ob Sie etwas einen Beruf. Nur hat sie einfach aufgelegt oder wahrscheinlich wurde abgebrochen von irgendeiner anderen Mitarbeiterin. Ja, guten Tag. Schönen guten Tag, sprich mit Herrn Steiner. Ja. Schönen guten Tag, Hoffmann, mein Name von IP-Profit. Ich rufe an bezüglich Ihrer Anmeldung, die Sie getätigt haben für den Handel an der Börse. Ach ja, hier von der orangen Seite. Genau. Ja. Das ist korrekt. Ich bin Ihr Account Manager und ich würde gerne mit Ihnen den Handelsaccount fertig erstellen wollen. Oh, ja, und was, bin jetzt ein bisschen verwirrt über Ihren Anruf, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Sie haben damit nicht gerechnet. Ist das jetzt schlimm, dass ich anrufe? Ja, nö, aber stand ja da nicht, dass da gleich einer anruft. Also, wenn Sie möchten, ich kann auch einen späteren Zeitpunkt oder morgen anrufen, wenn das jetzt zu früh ist. Ja, jetzt habe ich Sie ja an der Leitung. Okay, dann ist okay. Also, ich bin Ihr Account Manager, ich mache jetzt mit Ihnen alles fertig, damit Sie auch handeln können. Ne? Okay. Haben Sie denn schon irgendwelche Erfahrungen mal an der Börse gemacht? Nee, gar nicht. Da war gerade so eine Werbung und da dachte ich, ich trage mich da mal ein und guck mal, was passiert und nun bin ich auf Ihrer Seite. Sehr schön. So, also, dadurch, dass Sie keine Erfahrung haben, das ist überhaupt nicht schlimm. Sie bekommen so oder so jemanden von uns, einen Fachmann, der für Sie die ganzen Analysen macht. An der Börse muss man immer Analysen tätigen, damit man weiß, fällt der Preis, steigt der Preis, wann steige ich ein, wann steige ich wieder aus, wie stelle ich alle meine Systeme ein. Und das macht der Fachmann dann mit Ihnen zusammen. Der würde Sie in Zukunft auch einmal in der Woche telefonisch kontaktieren, um mit Ihnen dann auch alles einstellen zu können. Würde Ihnen das passen, einmal in der Woche? Ja, meinetwegen. Wann ruft ihr denn da immer so an? So wie Sie das möchten. Ach so, okay. Ne, das ist, bleibt Ihnen ganz überlassen. Der macht Termine mit Ihnen aus und dann ruft er Sie natürlich zu den ausgemachten Terminen an. Ja, dann machen wir das so. Mhm. Schön. So, darf ich fragen, wie alt Sie sind, Herr Steiner? Ich bin 29. 29, sehr schön. Und Sie sind auch berufstätig? Ja. Was für einen Beruf üben Sie denn aus? Ist doch egal. Na, es gibt Berufe, die dürfen nämlich nicht an der Börse handeln, deswegen muss ich wissen, was Sie arbeiten. Was gibt es denn für Berufe, die nicht an der Börse arbeiten dürfen? Es gibt einige Beamtenstatusse, dann gibt es Politiker. Es gibt einiges, das muss ich hier in diesem, wir haben so ein System, da trage ich dann das ein und dann wird das geprüft. Weil es gibt ja schon Berufe, die habe ich noch niemals in meinem Leben gehört. Und warum dürfen Politiker nicht handeln? Das weiß ich auch nicht, aber die sind ja auch, Politiker sind ja auch ganz oft abhängig von der Börse, wie die überhaupt läuft. Ne? Aber die machen ja trotzdem bei der Börse. Die handeln aber über einen Zwischenhändler. Was ist ein Zwischenhändler? Das ist, ein Zwischenhändler ist zum Beispiel, der handelt für ihn, aber er darf nur die Gewinne abziehen und nicht mit den Zwischenhändlern reden, weil der Politiker, der weiß ja im Vorwege, was jetzt so passiert. Zum Beispiel jetzt die Strompreise sind alle explodiert, natürlich wissen die das schon ein bisschen vorher und kann dann natürlich seine Aktien oder sonstiges da verwalten in der Vorwege und hat dann größere Profite. Das ist, wäre ja so, sag ich mal, eher Betrug, ne? Und wie heißt das Gesetz, dass Politiker nicht mithandeln dürfen? Wie das Gesetz heißt, weiß ich nicht. Ach so. Wir haben halt, wie gesagt, nur das System, da trage ich den Beruf ein, dann läuft das einmal durch das System und dann kriege ich entweder ein rotes Kreuz oder einen grünen Haken. Ja gut, aber da könnte ich ja jetzt alles sagen. Sagen könnten Sie es. Ja. Ne? Nur ist halt später an der Börse halt unvorteilhaft, ne? Warum? Na, entweder werden sie dann blockiert, wenn es irgendwann rauskommt, weil sie werden ja auch irgendwann verifiziert. Aber dann weiß man ja durch die Verifikation nicht, welchen Beruf ich habe. Da wissen sie ja dann nur den Personalausweis und der sagt ja nichts über den Beruf aus. Das ist richtig, das ist richtig. Ja. Also Sie wollen mir Ihren Beruf nicht verraten, das sehe ich jetzt richtig, ne? Ja, dann tragen wir da mal Waschmaschinenmonteur ein. Waschmaschinenmonteur, und das ist jetzt nicht gelogen? Spielt das jetzt eine Rolle mit dem Job? Das spielt eine Rolle, ja. Ja. Aber dann müssen Sie mir doch auch sagen, welche. Wie gesagt, ich habe hier mein System, da trage ich das ein und dann sehe ich das, ob Sie das dürfen oder nicht.
Aber finden Sie nicht, dass der Betrug nicht schon ziemlich schnell bei Ihnen auffällt? Sie haben ja wirklich gar keine Ahnung von dem, was Sie da machen. Welcher Betrug denn? Ja, das, was Sie da erzählen, ist Blödsinn. Das sagt wer? Ja, ich. Haben Sie doch gehört. Wieso? Wieso? Ja, weil das keinen Sinn ergibt. Wenn es dann ein Gesetz geben würde, was Politikern verbietet, zu traden, dann müssten Sie das Gesetz auch sagen können. Aber das können Sie ja nicht. Okay, aber Sie sagen, es wäre jetzt Betrug hier. Ja, klingt danach. Klingt danach? Ja. Wissen Sie es? Ja, ich sagte, es klingt danach. Das klingt danach, okay. Richtig. Gut, Herr Steiner. Meine, Sie haben ja auch kein Impressum und alles, was Sie mir da so erzählen, sind ja eigentlich nur absträubende Geschichten. Okay, wenn Sie das meinen, ja, dann meinen Sie das so, ne? Richtig, so meine ich das. So, habe ich ja auch so gesagt. Gut. Wollen Sie denn das Konto jetzt noch fertig erstellen oder eher nicht? Ja, dann erstellen wir das Konto noch fertig. Gut. So, was arbeiten Sie denn nun? Und dann bin ich jetzt Pizzabäcker. Scheint ja bei Ihnen nicht so wichtig zu sein, was man für einen Job hat. Ah, jetzt hat er aufgelegt. Tja, den haben wir wieder ziemlich schnell aus dem Ruder gelockt. Ja, hallo? Mit wem spreche ich denn? Hallo, wunderschönen guten Tag. Hallo, ja. Anton Eckhardt am Apparat von Better Hallo. Trade. Grüße, Glaubertras, ja? Bitte? Klauberterbach, ja? Klauberterbach ist mein Name. Genau, schön, Sie zu erreichen. Anton Eckhardt spricht hier von der Better Trade Unternehmen. Ich habe es gerade mitbekommen, dass Sie sich bei uns registriert haben, ja? Aha. Und deswegen habe ich telefoniert, um Sie weiterhin zu helfen. Also Sie haben sich bei uns ein Handelskonto registriert, deswegen wollte ich Sie behilflich zu sein. Wenn ich fragen dürfte, sind Sie momentan frei zu sprechen, ja? Bin zu sprechen, aber wobei brauche ich denn Hilfe? Also Sie haben sich bei uns ein Handelskonto registriert, bei Better2Trade, und da habe ich mitbekommen, dass Sie sich interessiert sind, bei Krypto zu investieren, ne? Mit Krypto zu handeln. Ja. Wie heißt Ihre Webseite? Better2Trade. Ach, Better2Trade. Genau. Ja. Better2Trade, das ist die Plattform, wo Sie sich da ein Handelskonto registriert haben. Und deswegen habe ich es sofort bei Ihnen gemeldet, so. Ihnen behilflich zu sein. Ja. So, wenn ich fragen darf, mit was für einer Summe haben Sie es gedacht, damit Sie das Ganze zustarten? Ja, weiß ich nicht. So weit war ich gedanklich noch gar nicht. Was muss man denn da machen? Also erst einmal das Konto zu aktivieren. Sie brauchen den Mindestbetrag erstmal einzuzahlen, ja, damit Sie sich weiter mit dem Handel, mit Trades öffnen, einfach Ihre Vorteile auf die Seite zu bekommen. Ah ja. Mhm. Genau. Also hätten Sie das Ganze etwas dagegen oder etwas nicht akzeptiert, mit dem Mindestbetrag erstmal zu zahlen, eine Testphase zu tätigen miteinander? Ja, 10 bis 14 Tagen, ja, damit Sie sehen, wie das Ganze einfach funktioniert. Also der Mindestbetrag ist 250 Euro, da können Sie es gerne auf die Plattform einzahlen und da können Sie es mit Ihrem Berater auf der Seite das Ganze austesten für kurzfristige Zeit. Falls Sie weitermachen möchten, Sie können gerne weitermachen, falls Sie wieder das ganze Kapital oder nur den Gewinn auszahlen lassen. Ja, wie viel Gewinn kann man denn da machen? Also monatlich sind ja eigentlich so prinzipiell 15-25%, neben der Betrag, was Sie auf der eigene, also auf der eigene Konto haben. Ja, und die sind dann immer garantiert? Immer garantiert, auf jeden Fall. Okay. Weil wir müssen einfach nur den Trades, die einfach gut bewegen, und wir können auf zwei Wege Profite zu erwirtschaften. Und das ist sehr wichtig zu erwähnen. Ne? Erstmal, wir haben zwei Bereiche, also zwei Button, Kauf und Verkauf. Das heißt Buy und Sell auf Englisch. Ja? Und auf beide Seite, wir verfolgen, beobachten das ganze Zeit den Märkte. Ja? Und wir stellen einfach den Trades, wie das Märkte bewegt. Das ist der große Vorteil. Ja. Wenn ich fragen dürfte, Herr Gerold, ne, kann ich so erwähnen? Wie bitte? Darf ich Sie Gerold erwähnen? Nee. Okay. Dann machen wir so, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Wozu brauchen Sie die jetzt?
dass ich Ihnen einfach die meisten von unseren Daten zusenden, also zukommen lassen, wo Sie sich weitermachen können. Was denn für Daten? Bitte? Die Bankverbindung für die 250 Euro. Kann ich das nicht direkt bei Ihnen auf der Webseite einzahlen? Auf jeden Fall. Sie können auch direkt bei der Webseite einzahlen. Aber dann verstehe ich das mit der E-Mail jetzt nicht. Also ich möchte gerne wissen, welche ist Ihre offizielle E-Mail-Adresse, was Sie bei uns eingetragen haben. Ist es aktuell? Also gerald.auberauer@mdccfahren.de. Ist es aktuell? Ist es persönlich? Das ist meine E-Mail-Adresse, ja. Alles klar, alles klar. Also Sie haben jetzt mit dieser E-Mail-Adresse sich gemeldet, ne? Und mit dem Festnetznummer. Ja, ich habe gerade erst nebenbei den Haushalt ein bisschen gemacht und Staub geputzt und so. Und dann habe ich mich da jetzt angemeldet. Und was für eine Zahlungsmethode möchten Sie jetzt gerne zu nutzen, wenn ich fragen darf? Haben Sie eine Kreditkarte oder Online-Banking, also das heißt Sofortüberweisung, oder Bankverbindung, also direkt normale Überweisung zu tätigen? Haben Sie da auch SEPA-Lastschriftmandat im Angebot? Wie nochmal? SEPA-Lastschriftmandat? Die Bankverbindung meinen Sie? Das würde ich auch sagen. Über Lastschrift, dass Sie einfach abbuchen. Ja. Geht ja dann am schnellsten. Genau. Ja. Ja, Sie können das auch tätigen, ist kein Problem. Dann sage ich Ihnen meine Kontonummer. Okay, geben Sie mir Ihre Kontonummer. Ja. Haben Sie da schon... Einen Moment, warte mal kurz. Ja. Dass ich hier einfüge direkt auf dem System. Warte mal kurz. Moment. So, warte. Ja, also schön, dass er jetzt seine Zeit hier gerade selber noch ein bisschen verplempert. Der ist immer noch an der Leitung. Michael Wittmann schreibt garantiert 25% monatlich. Ja, genau. Und der Betrüger liest weiter seinen Text ab, richtig. Ja, aber jetzt sagt er irgendwie auch nichts mehr. Hallo? Ja, ich bin da. Ich bin immer noch da zu suchen, ja. Was suchen Sie denn? Den SEPA-Lastschrift. Okay, geben Sie mir erst die Bankname. Ja, das ist die Landesbank Berlin, Berliner Sparkasse. Berliner Sparkasse? Ja, Landesbank Berlin, Berliner Sparkasse. Landesbank, warte mal kurz, Landes. Ist ja schön, dass der hier auch mittendrin wieder duzt. Berliner Sparkasse, ja. Weiter. Was brauchen Sie? IBAN. Ja, das ist dann die DE. DE. 43. 43. 100-500-00-92-001-89-63. Also bitte langsam, also ich bin ja bei 100-500, dreimal die 0, ne? Also DE, also Dora Emil? Ja, ich hab's das. Ich bin ja stehen geblieben bei 5, dann dreimal die 0. Ja, dann 000-92-001. Wie viel Null sind da? Also dreimal die Null oder fünfmal die Null? Na, also 00 und dann 000. Also fünfmal, ne? Ja. Danach? Ja, dann haben wir die 92001 und die 8963. 63, ne? Ja, 8963. Okay, warte mal kurz. Das weiß ich jetzt auch nicht, dass der da jetzt... Ich wiederhole es nochmal. ...buchen will. DE. Ja. 4,
43100 5, ja. Dann 5 mal die 0. Ja. 92. Ja. 001. Ja. 89. Ja. 63. Ja, genau. Das ist meine IBAN-Nummer. Alles klar, warte mal kurz. Ja. Und jetzt die. Warte mal kurz. Auf dich da jetzt warten soll und wie er immer hochzieht. Nett. Ja, der Typ, der hat, glaube ich, wirklich einen Lappen im Mund. Das haben Sie jetzt gelesen. Bis wann ist das gültig, die Debitkarte? Das ist ja keine Kreditkarte. Das ist meine Bankkarte. Die Bankkarte, das ist Debitkarte, nicht Kreditkarte. Ja, wir haben doch jetzt gesagt, Sie wollen per SEPA-Lastschriftmandat abbuchen. Ja, Moment. Also besonders schlau scheint denn hier nicht zu sein. Das ist ja schon registriert jetzt. Die Bankkonto. Und Sie können jetzt direkt, ich habe deine Bankkonto bei die Plattform registriert, also direkt bei dem System hin. Sie können jetzt direkt bei dem oder mit dem Online-Banking, falls Sie haben, die Zahlung tätigen. Nee, Sie haben ja jetzt die Bankdaten, damit Sie abbuchen können. Aber wir können nicht abbuchen ohne Ihre Bestätigung. Und wozu sage ich Ihnen denn meine IBAN-Nummer durch? Die IBAN-Nummer zum Registrieren bei dem System. Das ist ja schon gut. Und jetzt ist es schon bekannt, Ihre IBAN-Nummer mit der Plattform verknüpft. Und jetzt brauchen Sie einfach die Bankdaten wegen der Bestätigung, dass Sie das persönlich tätigen können. Weil wir dürfen das leider nicht. Ohne deine Bestätigung. Verstehen Sie? Das heißt, das ist einfach nur Bestätigung. Das ist Ihre Bestätigung. Das heißt, weil wenn Sie eine Zahlung tätigen durch Ihre Bank, es dürfte keiner etwas abbuchen ohne deine Bestätigung, so ohne deine Buchstaben freigeben oder sowas, verstehen Sie es? Wir dürfen das leider nicht, weil das ist ja Ihr eigener Schutz. Aber warum gebe ich Ihnen denn meine IBAN-Nummer? Die IBAN-Nummer, ich habe es angenommen, dafür, dass ich auf dem System registriert verknüpfe, als Bekannter. Ne? Das nicht, Quatsch. Dass wir uns irgendwelche Gelder... Bitte? Das ist ja Quatsch. Was meinen Sie? Naja, ist doch egal, von welchem Konto aus ich dann überweise. Aber es ging ja jetzt auch nicht um eine Überweisung. Sie haben gesagt, Sie buchen dann ab. So sind wir doch verblieben. Ja, so sind wir verblieben, leider. Aber ich habe eine Nachricht bekommen wegen des Gesprächs, dass wir eigentlich nicht das umbenommen können. Weil ach so. Das dürfen wir nicht. Und dann tun Sie so, als hätten Sie da was registriert, um mich dann irgendwas anderes machen zu lassen. Ist ja nicht gerade seriös, was Sie da so von sich geben. Ich schicke Ihnen eine E-Mail mit der Bankverbindung, wo Sie selber die Einzahlung tätigen, okay? Das, so ist am besten. Ja, aber warum sagen Sie dann, Sie buchen ab und dann doch nicht? Können Sie sich damit Ihrem eigenen System nicht aus? Ja, aber das dürfen wir nicht. Aber warum nehmen Sie dann die Bankdaten erst an, wenn Sie es ja nicht dürfen? Sie haben, schauen Sie, die Bankdaten habe ich nicht genommen. Ich habe nur einfach die... Na klar, habe ich Ihnen ja gerade gegeben. Die IBAN-Nummer habe ich, Sie haben ja die IBAN-Nummer gegeben. Genau, das sind Bankdaten. Ich habe das am Anfang erwähnt, dass ich einfach bei dem System hinfügen soll, wegen die Verknüpfung, dass das Plattform mit Ihrer Bank verknüpft wird. Nee, darum ging es ja nicht. Es ging ja darum, dass Sie bei mir abbuchen und da haben Sie gesagt, ja. Das leider dürfen wir nicht. Ich habe es auch wieder erwähnt. Ja, aber warum nehmen Sie denn die Daten erst an und erzählen danach dann was anderes? Soll ich das löschen, damit Sie es von Anfang selber alleine machen? Na, ich würde ja gerne verstehen, warum Sie erst irgendeinen Quatsch erzählen, um dann weiteren Quatsch zu erzählen. Das macht ja gar keinen Sinn, was Sie so sagen. Das klingt nicht besonders professionell und es klingt auch nicht so, als würden Sie sich da im Ansatz irgendwie auskennen mit dem, was Sie da machen. Ich würde Sie offiziell einen Anruf zukommen lassen von meiner Vorgesetzten, okay? Ja, da können Sie mich doch direkt dran verbinden an den Vorgesetzten. Ich habe Sie ja jetzt am Telefon, brauchen Sie mich bloß weiterreichen. Ich kann. Ja. Ich kann direkt. Warten Sie kurz. Genau. Ist ja interessant. Oh, wir haben sogar Warteschleifenmusik. Ist ja der Hammer. Jetzt habe ich nur vergessen, wie ich hieß. Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Joachim Nowak, ich bin der Series Seven Broker. Nochmal hier am
vom Haus Herr Klaubdauner. Ich grüße Sie. Ja, Klabauterbach. Sehr gut. So, Sie haben was mit dem Lastschrift nochmal verlangt. Das haben wir momentan nicht zu erfüllen. Das haben wir nur per Bank, also Überweisung zu machen, per Kreditkarte, PayPal. Nur in diesen drei Methoden haben wir momentan zur Verfügung wieder. Ja, aber warum sagt mir der Mitarbeiter dann erst Lastschrift geht? Dann nimmt er meine kompletten SEPA-Lastschriftmandaten Daten entgegen und dann sagt er auf einmal, jetzt soll ich überweisen. Und überspielt seinen Fehler und lügt mir quasi die Hucke voll. Das macht ja gar keinen Sinn. Normalerweise sowieso auch, wenn Sie die Einzahlung haben, gemacht hätten, dann brauchen wir auch sowieso dann nochmal den IBAN, damit wir wissen, werden von wem nochmal das Geld ankommen wird, okay? Weil wir brauchen nicht Ihren IBAN, weil mit diesem IBAN können wir sowieso nichts machen, verstehen Sie? Weil hier im Haus gibt es auch dann Regeln, dass wir nochmal dafür arbeiten müssen. Und hier ist die Trading-Plattform, wo Sie die Möglichkeit mit Trading, mit dem Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen haben. Ne? Wir sind eine von den besten in ganzen Europa. Ja, das glaube ich aber jetzt nicht. Genau. Ob Sie das glauben oder nicht, das hängt an Ihnen. Wir sind nicht auf dem an Personen so abhängig, weil hier kommen Leute, die interessiert sind, zu Geld zu verdienen sind, okay? Geld zum Handel. Ja, genau. Klingt ja ultra seriös. Ja, kein Problem, wie Sie möchten, ne? Für uns spielt keine Rolle. Naja, Sie sind ja nichts anderes als Betrüger. Also, na, auf keinen Fall. Doch. Auf keinen Fall. Wenn wir ein Betrüger werden, dann würde was ganz anderes sein, ne? Und warum rufen Sie direkt nach der Eintragung bei einer Betrügerwerbung an? Wie meinen Sie, bitte? Sie haben ja gar keine Anruferlaubnis. Wir haben das Erlaubnis, weil Sie haben Ihr Daten selbst gegeben auf unsere Werbung. Ich habe aber nicht angeklickt, dass ich das erlaube, dass Sie mich anrufen dürfen. Doch, das haben Sie. Da widersprechen Sie mir doch nicht. Ich habe es doch selbst getan. Da brauchen Sie mich doch nicht anlügen. Ich weiß ja, was ich getan habe. Ist ja erst ein paar Minuten her. Ja klar, das haben Sie genau getan, deswegen haben Sie nochmal die Daten. Ja, aber Sie dürfen ja dann nicht automatisch anrufen. Ja, ich darf das machen, aber ich darf das machen, ne? Na, doch. Gucken Sie, und da qualifizieren Sie sich als Betrüger, wenn Sie das so sagen. Denke, dass ich nicht darf, also schauen Sie, ich mache das. Ich will es da machen, ne? Und warum regen Sie sich da so auf? Ich schaue auf jeden Fall, dass ich keine... Da haben wir wohl den Hund beim Bellen getroffen. Dafür bedanke ich mich herzlich und wünsche Ihnen ein ganz schönes Dank. Ja, das ist wie jeder andere kriminelle Betrüger. Da hat er dann aufgelegt. So ist es wieder. Ja, hallo? Hallo, schönen guten Tag, hier Steiner. Ja. Elena Braun spricht am Apparat von Finanzbörse. Wie geht es Ihnen so? Guten Tag, Frau Braun. Mir geht es soweit ganz gut. Und Ihnen? Auch gut, danke für die Nachfrage. Ja, sehr schön. Herr Steiner, ich melde mich wegen Ihrer Anmeldung. Sie haben sich gerade bei uns registriert. Ja, wegen Onlinehandel. Richtig? Ja, wie heißt denn die Seite? Bitcoin Prime, ja? Von Bitcoin Prime. Ja. Und Ihre Seite, genau. Das ist Bitcoin Prime, ist ja nur so eine Werbung. fhnkapital.com. Ja, weil die ist hier nicht auf. Da ist nichts aufgekommen. Wie heißt die? Wo soll ich jetzt drauf gehen? FHN. Also Kapital. FHN. Genau. Und dann Kapital. Genau, richtig, ja. C-A-P-I. Hi. Ich buchstabiere für Sie. Ja. Also F. Friedrich. Ja. Dann Hamlet, Nordpol, Cäsar, Anton, Paula, Ida, Theodor, Anton, Ludwig, .com, Cäsar und Tomata. Dann gucken wir mal. Nee, die Seite wurde nicht gefunden. FHN, achso, da nach dem C kommt noch ein A, ne? Genau, fhnkapital.com. Ja, dann lade ich die Seite mal nochmal. Okay. So. Ach ja, das ist hier so blaue Schrift mit so einem komischen Stern, so ein halber. Komischen Stern. Es ist komisch, meinen Sie. Das ist ja bloß ein halber Stern. Ja, genau. Dann sind Sie auf der richtigen Seite, ja? Genau. Mhm. Ich erstelle aber erstmal einmaliges Passwort für Sie. Dann können Sie es und sollen Sie auch direkt ändern, ja? Ja. Damit Sie sich einloggen können. Ja. Moment. Nur kurz einen Augenblick, bitte. Natürlich. Ja, also jetzt übernimmt sich ja schon mal die Passworterstellung. Ist schon mal sofort wieder das beste Indiz dafür, dass wir hier nur bei Betrug sein können. Karl schreibt eine Schwedenschnitte. Nennt man so Sandwich, ja?
Wir haben übrigens noch die Betrügerin in der Leitung. Ja? Haben Sie was gesagt? Okay, aber. Genau, jetzt also erstmal bitte bei E-Mail. Ja. Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Erstmal auf Login drücken, dann E-Mail eingeben bitte. Ja. Ich überprüfe Ihre E-Mail-Adresse, die lautet gabriel@steiner-bege.de. Ist das korrekt? Ja. Okay, gut. Und bei Passwort bitte eingeben, einmaliges Passwort. Großes A wie Anton. Ja. Kleines A. Ja. Anton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Von 1 bis 6. Ein großes A, ein kleines A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Richtig. So, jetzt bin ich nicht eingeloggt. Jetzt bin ich wieder auf einer Login-Seite, wo ich die Passwortdaten wieder eingeben soll. Also, genau. Also, ach da so. Sollen Sie Ihre Passwort. Ach, da soll ich ein neues eingeben. Ja? Dann mache ich jetzt ein kleines A, ein großes A, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nein. Ach so, okay. Ja. Wie Sie möchten, Ihre gewünschtes Passwort sollen Sie da eingeben, ja? Dann ja, können muss Sie man sich ja auch merken können hier, ne? So, jetzt bin ich auf der Seite und genau. Jetzt habe ich so Striche und so Sachen wie vom Finanzmarkt. Was muss ich da jetzt genau machen? Okay, also erstmal soll ich fragen, ja, ob Sie schon Erfahrungen haben in diesem Bereich oder ist was ganz Neues für Sie? Nee, das ist total neu. Also da habe ich noch gar keine Ahnung. Also ich habe mir das mal so jetzt in der Werbung angeguckt hier und so und habe mir das auch alles versucht so ein bisschen durchzulesen, aber ich weiß jetzt auch nicht so richtig und kann da jetzt auch nicht so richtig durchblicken und ich habe da auch noch nichts mitgemacht. Also ich bin da ganz neu und musste mir da, ja, da brauche ich also Hilfe. Okay, ja. Natürlich. Ja. Ja. Ich bin Kontoberaterin, ja, Steiner, bin dafür zuständig, Ihnen technisch dabei zu helfen und außerdem Info mitzuteilen. Ja. Ja. Okay, dann sind Sie Neueinsteiger. Haben Sie auch nie mit Bankaktien gehandelt oder Wertpapier? Meine ich bei Ihrer Hausbank? Nee. Da habe ich, okay. Da hab ich auch keine Papiere. Also da kriege ich nur Papiergeld, aber sonst habe ich da keine Papiere. Okay, alles klar. Gut, dann werde ich ganz kurz erklären, ja, was wir anbieten und was Sie von unserer Seite erwarten sollten. Bei uns läuft Handel automatisch, also es ist automatisches Handelssystem, wird mit MetaTrader 4 gehandelt, so heißt das Programm. Ja, es ist mathematische und algorithmische Analyse. Ja. Außer robotisches System bieten wir aber auch die Finanzexperten an. Das heißt, Sie werden immer die Möglichkeit haben, hier Steiner ein Termin abzumachen, ja, mit Ihren persönlichen Experten und werden die auch empfehlen, zumindest am Anfang, welche Positionen Sie öffnen sollten, wie Sie allgemein Positionen öffnen und schließen, ja, damit Sie keinen Fehler und keine schlechten Erfahrungen machen, weil wenn Sie gewinnen, nur danach machen wir Profit. Also wenn Sie Ihre Gewinne auszahlen, nehmen wir 1,5% als Provisionen, ja, also bei Auszahlungen. Ja. Meine ich. So läuft das alles bei uns. Ich habe sehr kurz erklärt und konkret, glaube ich. Haben Sie bis jetzt alles verstanden? Na, nicht so richtig. Ich habe ja davon jetzt auch gar nicht so richtig Ahnung. Also wie viel Geld kann man denn da jetzt im Monat eigentlich überhaupt verdienen? Also was wird denn da immer ausgezahlt und wie funktioniert denn das dann mit der Auszahlung? Muss ich das selber machen oder kommt das dann automatisch auf mein Konto oder... Also Sie bekommen Ihre, also jede Konto hat Ihre eigene Krypto-Wallet, ja? Ja. Also durch Krypto-Wallet können Sie Geld auszahlen, ja? Ja. Also dafür brauchen Sie entweder ein normales Girokonto zu haben, ja, mit Online-Banking, ja, PayPal ich. Oder Kreditkarten, also ja. Das haben Sie, ja? Ja, also so ein ganz normales Bankkonto, das habe ich, ja, genau, und ich habe ja auch für Kreditkarten. Aber wie geht es da jetzt mit dem Geld? Das kommt denn da automatisch drauf oder muss ich das dann immer selber machen? Also Investierung erstmal meinen Sie, ja? Nee, wenn das ausgezahlt wird. Genau, danach kommt das auf Ihrem Konto, genau. Das geht dann immer automatisch, also am Ende des Monats dann. Ja. Na, ach so, nein. Es hängt von Ihrem Interesse ab, ja? Also Sie können dann also immer checken, ja, wie viel Profite Sie gemacht haben, ja? Ja. Und dann können Sie es selbst also auszahlen lassen. Also, so, also wenn ich da jetzt Gewinn gemacht habe, dann muss ich da selber immer aufs Auszahlen-Knopf drücken. Ja, genau. Ah, ja, okay. Und das ist nicht automatisch. Und wie viel Gewinn ist das da so im Monat, was man dann da so ausgezahlt bekommen kann? So ungefähr 15-20%, ja. Aber es hängt davon ab, also auch wie sich die Börse bewegt. Ja, also die Preise ändern sich in jeder Sekunde. Ja, das können Sie auch selbst überprüfen, immer im Internet. Ja? Ja. Aber dafür haben wir auch die Finanzexperten mit sehr
große Erfahrungen. Ja, sie bekommen auch immer Signale von der Börse. Ja, wie ändern sich die Preise von Kryptowährungen und Aktien? Sie, die Experten werden auch empfehlen, ja, welcher Zeitraum wäre für welche Krypto oder Aktie so best zum Investieren. Erstmal zu kaufen und danach zu verkaufen. So macht man Profiten, ja. Und kann man da auch irgendwie Geld verlieren oder ist es dann nur sicher, dass ich da immer nur was bekommen kann? Also, dass ich da am Ende des Monats immer mehr habe als vorher? Nein, also natürlich, es ist keine hundertprozentige Sicherheit, das ist da auch nirgendwo, ja. Das wäre eine Lüge, wenn man sagen würde, dann ist so 100% sicher ist. Man kann auch Geld verlieren, aber deswegen bieten wir die Experten an, ja. Die wissen ganz genau, welche Positionen sie wann öffnen sollten. Aber wie gesagt, es hängt davon ab auch, wie sich die Preise ändern. Ja? Ja, und habt ihr da auch sowas wie so einen Roboter, der das da ganz alleine macht? Oder muss man da selber die ganze Zeit alles anklicken? Ja, das habe ich auch. Nein, nicht ganz. Das meinte ich auch am Anfang. Ja, es läuft alles automatisch sonst. Ja? Ach so, also da kann aber auch nichts schief gehen. Da kann ich mich dann drauf verlassen, dass das läuft. Genau, das läuft immer so automatisch, ja. Genau, ja. Aber mit Hilfe Experten, sie können höhere Profite erreichen, ja, wenn sie mit Experten zusammen handeln. Aber wenn sie sagen, ich möchte nur ganz einfach diese 250 Euro, ja, zum Beispiel Mindestkapital so liegen lassen, dann wird es damit gehandelt, ja. Ja, und mit wie viel Euro, die man da ausgezahlt bekommt, kann ich da jetzt immer ungefähr im Monat mit rechnen? Also auszahlen? Ja, also so in Euro. Wie viel Geld da monatlich bei rauskommt? Also, das hängt davon ab, wie viel Sie investiert haben und wie viel Sie Gewinn gemacht haben, ja? Ja, also, dann kann man das nicht irgendwie eingrenzen und schon mal so ein paar Beträge sagen, dass ich schon mal so ungefähr weiß, wo die Reise hingeht? Also, was möchten Sie ganz genau wissen? Also, habe ich nicht verstanden. Na, ich habe das jetzt auch nicht so. Das habe ich nicht verstanden. Ja, bitte? Ja, also haben die da so eine Idee, dass sie sagen können, wie viel Geld so in, also da so bei rauskommt? Okay, so sagen wir ja zum Beispiel mit 250 Euro ist das ungefähr 50, 60 Euro, ja? Also ungefähr 50, 60 Euro im Monat. Ungefähr, genau, ja. Richtig, ja. Genau, ungefähr. Und kann man da bei Ihnen auch eine Versicherung gegen Verlust abschließen? Also dass das versichert ist, das Geld, dass da nichts bei verloren werden kann? Eine Woche gesicherte Handeln bieten wir an, ja? Also okay. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel 250 Mindestkapital investieren. Damit werden Sie anfangen, ja, mit Handelsprozess. Und wenn Sie innerhalb einer Woche so eine Entscheidung treffen, dass Sie es irgendwie nicht mehr weitermachen möchten oder passt zu Ihnen nicht, dann können Sie Ihre investierte Summe wieder auszahlen, aber ohne Gewinne und ohne Verluste, ja? Ja. Ich meine aber innerhalb einer Woche. Sonst danach wird das alles ganz normal weiterlaufen. Ja, also da kann man, und kann man da auch richtig dann, also kriege ich dann da Versicherungsunterlagen und so oder irgendwie, dass das Geld denn da sicher dran liegt da die ganze Woche? Ja, das können wir auch per E-Mail schicken natürlich, ja. Ja, okay. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, was muss ich da jetzt eigentlich genau machen? Ja. Also, erstmal soll ich fragen, für welche Summe Sie entschieden haben, ja? Und dann, welche Zahlungsmethode Sie benutzen. Wie schon gesagt, sowohl für Einzahlungen als auch für Auszahlungen benötigen Sie entweder ein Girokonto zu haben, PayPal oder Kreditkarten. Welche Zahlungsmethode wäre optimal für Sie? Da gibt es ja irgendwo Vorteile und Nachteile, die man dabei eventuell mit berücksichtigen müsste? Also über Nachteile und Vorteile, glaube ich, haben wir schon darüber geredet, ja? Nee, wir sind ja jetzt Vorteile erst bei dem Thema Einzahlung. Vorteile sind Nachteile, Verluste. Ich rede ja jetzt von der Einzahlungsmöglichkeit. Gibt es denn da irgendwelche Vorteile und Nachteile? Ach so, nein, überhaupt nicht. Also welche ist optimal für Sie, so einfacher? Okay. Keine Vorteile und Nachteile. Was nehme ich denn da am besten? Ich weiß es nicht. Also, wie Sie möchten. Ja, ich kann mich bei sowas immer nur ganz schwer entscheiden. Haben Sie PayPal vielleicht? Nee, PayPal habe ich nicht. Aber Online-Banking haben Sie? Sowas habe ich ja. Okay, also dann entweder Online-Banking, normale Banküberweisung oder Kreditkarten wie Visa, Master. Ja, dann nehme ich das,
mit der Kreditkarte, was Sie da gesagt haben. Kriegt man da eigentlich von Ihnen dann auch eine Kreditkarte? Also, dass man da direkt von Ihrem Konto aus mit der Kreditkarte dann überall mit shoppen kann? Kreditkarte? Nein. Kreditkarte? Nein. Nee, sowas haben Sie nicht, nee? Ja. Nein. Nee, also kann man nur das mit dem Handelnden bei Ihnen machen und da aber nicht das Geld gleich direkt von dem Konto beim Einkaufen benutzen. Herr Stein, das ist online. Es geht um Onlinehandel. Ja, genau. Genau, und bei Onlinehandel, also bei Online-Plattformen, bekommt man ihre eigene Krypto-Wallet, keine Kreditkarte. Ja, und kann man mit dem Krypto-Wallet dann irgendwo gleich bezahlen, also ohne, dass man das extra erst überweisen muss? Also, dass ich direkt da beim Einkaufen gleich das Wallet da benutzen kann? Was meinen Sie ganz genau mit Na, Sie haben ja gesagt, man eröffnet bei Ihnen ein Konto. Und deswegen war ja jetzt die Frage, ob ich mit dem Konto auch gleich überall bezahlen kann. Dann muss ich es ja nicht erst auf mein Konto überweisen. Natürlich können Sie benutzen, ja. Ja. Also kann ich direkt aber mit dem Konto überall, von Ihnen... nicht überall. Okay, wo geht das dann überall so ungefähr? Ungefähr. Also, wer Krypto-Wallet erlaubt hat, ja, als Zahlungsmethode, da kann man dann gleich können nehmen. Sie damit, ja, genau. Okay, also kann man das direkt dann da auch gleich benutzen? Genau. Das ist gut. Also das also ist dann schon Sie, mal gut. Möchten Sie, dass Sie Ihre Krypto-Wallet beim Einkaufen benutzen? Haben Sie keine? Sie haben doch Kreditkarten, dafür brauchen Sie also Krypto-Wallet. Na, ich dachte, da kann ich dann gleich mit direkt kaufen, oder verstehe ich das jetzt falsch? Was kaufen? Na, was kaufen? Wenn man irgendwo ist, dass man da gleich mit bezahlen kann. Aber Sie haben doch Kreditkarten. Ja, das, na klar habe ich die, aber da, das ging jetzt darum, ob ich mit dem, was ich auf eurem Konto habe, gleich direkt einkaufen kann, ohne das erst auf meine Karte zu überweisen. Dann spart man sich ja den Zwischenschritt. Nein, so geht's nicht. Ach so, nein, schade. So was geht nicht. Also muss ich das Geld immer erst dann wieder zurücküberweisen auf mein Konto, damit ich das dann auch benutzen kann, das Geld, was ich da bei euch gewonnen habe. Das ist doch Krypto, das ist doch in Krypto. Sie sollen das als Zahlungsmethode ändern erstmal in Euro, ja, oder Dollar. Ja, natürlich, also. Okay, ja gut, wenn das dann eine andere Währung ist, dann ist das klar. Dann geht es natürlich nicht beim Einkaufen. Genau. Ja. So, wie machen wir das jetzt? Ja, wie machen wir das jetzt? Also, Sie möchten doch über normale Banküberweisung die Investition tätigen oder über Ihre Kreditkarten? Das können wir über die Kreditkarte machen, wenn Sie das da gerne hätten. Okay, also, es hängt von Ihrem Interesse ab. Das, also, für mich ist das egal, ehrlich gesagt, ja. Herr Steiner, dann ich könnte per E-Mail einen Link schicken. Sie sollen einmal Formular ausfüllen, und das von Ihrer Seite bestätigen, ja? Ja. Also die E-Mail, die schicken Sie jetzt gleich, ja? Da bleibe ich jetzt so lange mit am Telefon. Ja, das kann ich natürlich jetzt direkt machen. Ja, das ist gut, dann können wir das ja gleich fertig machen. Dann ist das auch schon erledigt, dann müssen wir das nicht auf der lange Bank schicken. Naja, dann lassen wir sie mal machen. Wird sie uns ja jetzt wieder irgendeine schöne Betrüger-Mail fertig dem Bimpern. Alex schreibt, Donnerstags haben die schon immer Angst. Ja, ist es Donnerstags so schlimm? Vielleicht ist deswegen tatsächlich. Also haben die anderen sonst Donnerstags einen Stream? Ich weiß es nicht. Bin da nicht immer so hinterher, dass ich das alles weiß. Es ist viel zu viel los hier schon auf YouTube, dass man das alles noch gleichzeitig zu verfolgen schafft. Nebenbei ja tatsächlich dann auch noch leider ein bisschen was anderes nebenbei zu tun. So, bin jetzt schon genervt von der Frau Braun. Ja, die ist von Anfang an schon super nervig. Bei Eistex, schreibt der Dortmunder Junge, oder so haben die doch, glaube ich, tatsächlich schon mal im Chat mitgelesen, nachdem der bei den Betrügern aufgeflogen war. Ja, ich bin noch dran. Sind Sie auch noch dran? Weil Sie sagen ja die ganze Zeit nichts mehr. Ja, ich bin gerade beim Sehenden, ja? Bin gleich dabei. Ja, dann suchen Sie da. Sie ist beim Finden. Schön, dass sie beim Finden ist. Ich frage mich, was sie finden will.
So, an die Putzbacken. E-Mail ist schon raus, ja? Ist und können Sie bitte einmal aktualisieren, Ihren Posteingang? Ja, da aktualisiere ich mal direkt meinen Posteingang. Warten Sie, ich muss mich erstmal einloggen. Warten Sie, geht gar nicht mit aktualisieren. Muss ich erst einloggen und dann aktualisiere ich das natürlich gleich. Dann gucke ich da mal nach, ob da jetzt schon was gekommen ist. Mhm. So, wie heißt denn der Name, von dem Sie ausgeschrieben haben? Also Frau Braun habe ich mir gemerkt. Helene Braun, dann sollten Sie E-Link erhalten haben. Von Helene Braun oder Helene. Helene Braun. Okay, dann wird da bestimmt, warten Sie. Also bis jetzt ist noch nicht da, aktuell. Okay, ich habe E-Mail auch nicht zurückgekriegt. Ja, das heißt, das werden Sie, sollten Sie auf jeden Fall erhalten. Ja, dann warten wir mal noch einen kleinen Moment. Manchmal dauert es ja mit den E-Mails immer so ein bisschen, bis sie dann letztendlich angekommen sind. Ja. Ach so, jetzt habe ich aber... Haben Sie was zurückbekommen jetzt? Jetzt habe ich aber... Ja, so eine E-Mail existiert überhaupt nicht. Vielleicht ist da ein Schreibfehler drin. Was haben Sie dafür jetzt eine E-Mail? Nein. Ich werde das nochmal versuchen. Ja, schicken Sie einfach nochmal. Muss ja irgendwie gehen. Wenn nicht, dann muss ich Ihnen eine andere geben. Die nette Blitzbirne braucht wieder ein bisschen. Ja, aber die E-Mail kann wirklich nicht ankommen, weil da haben wir Unsinn angegeben. So, Käfig kommt erst wohl gegen Mittwoch. Grinsekatze. Dann in aller Ruhe drauf vorbereiten. Versuchen wir wenigstens so ein bisschen hier nebenbei bei euch zu lesen. Jetzt lässt sie mir hier gerade ein bisschen Zeit. Unsere nette Betrügertante. Noch ist sie am Apparat, ist heute unser tatsächlich längstes Gespräch bis jetzt mit 19 Minuten schon. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt habe ich nochmal gesendet, bitte nochmal aktualisieren. Ja, gucke ich mal nach. Aber das geht doch gar nicht, also existiert nicht E-Mail-Adresse. Ja, wenn nicht, muss ich Ihnen eine andere geben. Ja, bitte. Ja, warten Sie, da muss ich da mal nachgucken, welche E-Mail-Adresse da so ankommt, warten Sie. Mein Postfach braucht gerade ein kleines bisschen zum Laden. Das ist gerade ein kleines bisschen... Ich guck da mal. Ganz kleinen Moment. Bleiben Sie mal an der Leitung. Ja. Nehmen Sie die Zeit. Nehmen wir uns kurz mal ein bisschen Zeit und... wirklich mal gucken, mit welcher E-Mail-Adresse wir die jetzt hier verarschen können. Die hier auch ankommt in dem Postfach. Letztendlich, wenn ich ihr jetzt die Domain-Endung gebe, ich glaube, die nette Tante, die hatten wir ja hier schon das ein oder andere Mal dran, die wird das wahrscheinlich kapieren. Alex Grinze gerade schreibt Auszahlen, wie die Auszahlung gerade in Frage gestellt hat. Ja, der absolute Wahnsinn. Also die wissen selber teilweise nicht über ihre eigenen Systeme Bescheid und reden ihre eigenen Systeme schlecht, weil sie eigentlich gar nicht wissen, was sie da so genau sagen. So, also... Hallo? Sind Sie noch dran? Ja. Ja. Soll ich Ihnen jetzt meine E-Mail sagen? Also da, wo Sie jetzt Ihre E-Mail hinschicken können? Ja, natürlich. Bitte. Okay. Haben Sie jetzt schon einen Stift in der Hand? Weil dann sage ich es Ihnen gleich durch. Ja, bitte. Okay. Das ist dann, also vorne ein H. Mhm. Dann ein E. Haben Sie? Ja. Also HE, ja? Ihr Mikrofon ist immer zwischendurch aus. Bitte nochmal. Also ein H? Ja. Ein E? E, dann? Ja. Dann ein R? Ja. Dann ein B? Ja. Ein E? Haben Sie? Ja. Dann, ja. Dann ein R. Ja, dann kommt ein T. Haben Sie? Dann ein Punkt. Dann ein M. Ein A. Ein Y. Dann ein E. Ein R. Hallo? Weiter? Ja. Dann ein Add-Zeichen. 150
Heike, bitte. In ein M. Ja. In ein D. Ja. Ein C. Ja. Ein C. Doppel C. Ja. In ein F. Ja. Ein U. Ein N. Hallo? Ah, der hat aufgelegt. Ich sag's doch. Die wird hellhörig, wenn die E-Mail-Adresse hört.